Sebero-Review. Wir machen heute einen Livestream mit allen Sorten und zeigen euch jetzt die, die wir in dem Video vorstellen. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 5 Euro für 25 Gramm, also normaler Darkblend-Preis. Setup-Empfehlung, Funnel, Mehrloch, wie ihr wollt. Wenn Pfanne, wäre Setup-Empfehlung, aber auf jeden Fall relativ fluffig bauen und gut ein bisschen über den Rand gehen. Der ist auch nicht zu stark, das heißt nikotinmäßig müsst ihr euch da bei einem Vollkontakt jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Aber baut den gerne auf ein bisschen Kontakt und schön fluffig und dementsprechend ein bisschen hoch. Das scheint dem sehr gut zu tun, was die Flavor angeht. Wir testen die nächste Sebero-Sorte. Die Beschreibung ist die perfekte Sommersorte, eine sahne-cremige Verlockung aus Bananeneis. Hast sie. Du baust uns den Kopf, aber erst mal die Frage, wie riecht das? Das riecht einfach als, also wie ein stinknormal ist perfekt. Das riecht einfach wie ein Bananeneis von der Eisdiele plus so ein Bananenmilchshake. Als ob du den selber frisch gerade gemacht hast. Also klingt eigentlich geil. Ja, aber schauen wir mal, wie es raucht, ja, beziehungsweise wie es dann schmeckt. Gucken wir mal, wie es wird. Erstmal Kopfbau. Ja. Das ist der Kopfbau zum Creamy Palatei. Fluffig gebaut diesmal mit 12,4 Gramm. Wir haben hier einmal den Creamy Palatei. Und das Ganze soll Bananeneis sein mit Bananenmilchshake und was auch immer. Und für den Bananenflavor ist der absolut stark. Es ist einfach jetzt schon meine Lieblingssorte von Sebero. Unfassbar lecker. So schön leicht cremig und dann dieser authentische Bananenflavor. Unglaublich gut geworden. Alles in allem ein sehr, sehr guter Flavor und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt so, Bruder, gar keinen Bock auf cremig, probier es. Wir sind auch nicht die krassesten cremigen Raucher. Gar nicht, Digga. Marvin, gar nicht. Gar nicht. Und ich nur so teilweise und wirklich wenig und das Ding ist ein Brett. Auch wenn es für mich nicht mein Lieblings-Sebero-Flavor ist, er ist verdammt gut. Und wie der Hasti schon gesagt hat, ich mag normal cremige Flavor nicht. Aber den Creamy Palatei, der ist insane. Dafür, dass wir am Anfang alle keine cremige Banane rauchen wollten und wir jetzt alle mindblown von diesem Tabak sind und jeder ist so, gib mal den Schlauch, ich will, lass mich auch nochmal rauchen. Es ist wild zu beschreiben. Es ist ein Bananeneis, Bananensplit. Es ist aber auch, es hat auch Noten von einem Bananen Milchshake. Und ich finde im Hintergrund, oder nicht im Hintergrund, aber im Abgang, hast du sogar noch so Stracciatella-Vibes. Komplex, besonders und einfach herausragend gut gemacht. Mindblown, ja. Wenn auch für mich der Omsk noch drüber und der Erdbeere, vielleicht kommt er sogar über den Erdbeere. Vielleicht kommt er sogar über den Erdbeere, aber der Omsk ist meine Nummer 1. Aber das Ding, brutal. So, komm, während du redest, ich halte mal den Schlauch für dich, ne? Ja, ich kann mich nur anschließen. Ein überragender Bananenflavor. Und ich finde ihn so komplex und besonders, weil ich rauche zwar gerne cremig, aber ich würde ihn jetzt direkt eigentlich nicht in so eine Schublade von cremig stecken, sondern in so eine Zwischenkategorie, wo er sowohl sehr gut in fruchtigen Mischungen funktioniert, als auch in cremigen Mischungen, was den Flavor nochmal umso besonderer macht. Und ja, Grundflavor einfach super lecker, wie schon gesagt, sehr intensive Banane, so diesen Bananen-Milchshake. Im Nachgang kann ich zustimmen, so Stracciatella-Richtung, mega gut, super guter Flavor. Ich freue mich schon richtig, den zu mischen mit so einem Erdbeere von denen. Von für so Kiba, Bero. Ja. Ja. Das also, war euer Ding. Digga, also der Creamy Palatei für uns eine Überraschung und ein saustarker Flavor. Das war unser Review zu dem Flavor. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr ihn probiert habt, wie ihr den findet. Ansonsten Daumen nach oben, Abo da lassen, bei den Jungs vorbeigucken. Bis zum nächsten Video.